Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Risen 3 Titanlords. Wir befinden uns hier gerade noch auf der Insel Kalador, sind gerade mit Hilfe von Eldrick und seinen, ja, Saufkumpan, wollte ich gerade sagen, aber den anderen Dämonigern im Osten der Insel angekommen. Der hat uns rüber teleportiert und konnte dort den Teleporter aktivieren, sodass die anderen alle nachkommen konnten. Und wir haben uns hier gerade, ja, den Weg in so ein kleines Lager freigekämpft und machen hier gerade Pause. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt hier so machen soll. Ich würde einfach ein bisschen rumgucken und mal schauen, ob ich hier noch irgendwas finde, was mir hilft. Ah, hier kommen die anderen schon aneinander ran, das ist sehr schön. Hast du es gezeigt? Ja, zeig's dem Dämonenvieh! Nekromantie. Holt gefallene Monster von den Toten wieder und erschafft Geister, die für dich kämpfen. Oh, das klingt ja schon mal richtig geil. Beeinflusst Lebensdauer. Nee. Ich würde mal interessieren, ob es tatsächlich auch permanente Zauber gibt. Also ich habe ja bisher irgendwie nur Spruchrollen und so einen Kram gefunden, glaube ich. Würde mich immer interessieren, ob es da auch andere Möglichkeiten gibt. Denn es würde mich nerven, wenn man immer nur Spruchrollen und sowas verwendet. Zum einen sind die teuer, ne? Also die müsste man ja nachkaufen. Und zum anderen müsste man doch halt hier ausrechnen, wenn man überhaupt erstmal finden. Das kommt dann noch erschwerend hinzu. Und Proviant brauche ich ja eigentlich nicht wirklich. Also ich habe jetzt 202 Proviant noch. Das ist mehr als ausreichend. Und solange ich Bounce dabei habe, brauche ich die halt auch nicht wirklich. Einmal daneben gehauen. Autsch. Mal schön von zwei Seiten. Und noch eine Kiste. Sehr schön. Und die ist auch nicht verschlossen. Wäre natürlich geil, wenn hier mal so eine Sprengfalle oder sowas dran wäre. So ein kleines Pulverfass. Beim Aufmachen. Uiuiui, ist aber viel los. Mann, also, ne, so ganz cool ist es jetzt aber nicht hier. Leute. Danke, Bounce, dass du auch mal zur Hilfe kommst. Während ich hier mit vielen Kämpfer so den einen da hinten erledigt. Super Arbeit, wirklich super. Autsch. Ja, wieder Roundhouse Kick mitten ins Face. Einmal schön die Kauleiste zertreten. So, und mir. Ach genau, hier vorne ist ja der Weg zum Lager, wo die ganzen Typen rumlungern. Aber ich fürchte wirklich, ich muss hier alleine hochgehen. Und hier ist echt eine Menge los. Ach, Halleluja. Mal schnell was essen. Mann, Dreckshöhle, bleibt mal stehen. Nix wie weg hier. Aber das mit dem Wegteleportieren finde ich richtig cool.
Und da fällt er wie ein Baum. Grünes Herz. Na, was essen? Das kann er dann nebenher ein bisschen hochticken, wenn wir hier uns weiter vorkämpfen. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ja, von mir aus könnt ihr gerne noch mehr von den Viechern kommen. Ich bin gerade richtig aufgewärmt beim Kämpfen. Keine Gefahr, keine Gefahr. Wahrscheinlich übersehe ich hier gleich irgendwas. Was haben wir hier Schönes? Da stehen irgendwelche Typen rum, da oben rennt ein Hund rum. Uiuiui. Na, wir gehen erstmal hier hoch. Mal gucken, was da los ist. Ja. Richtig schön drauf nach. Mann, komm hier auf. Dann nicht wahr da hinten. Autsch. Naja, vielleicht soll ich erstmal mit Eldrick reden. Das hätte vielleicht eine ganz gute. Oder wäre eine ganz gute Idee, glaube ich. Ich meine, da gab es ja einen Teleporter in der Nähe, oder? Ja. Komm, ich rede erstmal mit Eldrick. Denn wer weiß, ob ich die nicht mitnehmen könnte hier. Zufälligerweise die Dämonjäger, die da unten rumhängen. Denn hier in den Süden geht es ja auch noch. Oh Mann, ey, ist das schon wieder ein Riesen. Bereich. Und dabei dachte ich, hätte Kalador jetzt einigermaßen abgeschlossen, aber naja. Mason, wo ist denn Eldrick? Ben, Cyril, Edward, Winter, Eldrick. Wie geht's jetzt weiter? Irgendwo in den Ruinen im Süden muss der Zauberspruch für dein Geisterritual zu finden sein. Du kannst dich im Süden umsehen. Wir werden uns hier für den Norden rüsten. Die ganze Region ist verseucht mit Schergen und anderen Wesen aus dem Schattenreich. Oben im Norden vermute ich ihren Herrn, einen besonders bösartigen Schattenlord. Er ist es, der den Zweifel über das Volk von Kalador gebracht hat. Wir müssen ihn vernichten, bevor er noch mehr Unheil anrichtet. Sag mir einfach, wann wir mit dir in die Schlacht ziehen sollen. Wir werden auf dich warten. Alles klar. Gut, hätten wir es ja auch geklärt. Ich muss also erstmal nicht nach Norden, sondern nach Süden. Gut, dass ich nochmal mit Eldrick gesprochen habe. So, wo gehen wir denn mal hin? Wir können natürlich hier gleich mal oben anfangen. Ja, ich glaube, hier rennen ein paar garstigere Viecher rum, denn hier so ein Seelenfresser habe ich oben schon gesehen. Da hänge ich auf so einem blöden Stein fest, unglaublich. Aber zumindest schon mal schön, dass die ganzen Truhen hier drüben nicht verschlossen sind.
Heiltränke. Bin ich erschrocken. Kommst du denn her? Ja, Bones, wirklich. Also wenn das hier vorbei ist mit dem ganzen Chaos und Schattenlords, dann helfe ich dabei, einen Mützenladen aufzumachen. Ne? Wenn ihr jetzt halt schon irgendwelche Mützen laberst, du wirst die bekommen, keine Sorge. Willst du den denn? Sag mal, bleib doch mal stehen. Hallo? Mal ganz knusper. Wahrscheinlich hat da unten irgendwas in entdeckt. Gesehen. So rum. Ich gehe erstmal hier lang. Was ist denn gerade? Ein komisches Ding links oben. Ah ja, ein Magma-Golem. Oh, gleich zwei davon. Hallo. Autsch. Golemherz. Ja, sehr schön. So, zu dir kommen wir gleich. Erstmal hier oben die Pflänzchen einsammeln. Oh, da kann man hochspringen. Das ist ja sehr schön. Oder auch nicht. Wahrscheinlich kommt man nur irgendwie über Umwege von oben nach unten. Können die auch mal schnell hochfliegen? Denn hier war genügend Papageienflug. Ja, das machen wir einfach mal, würde ich sagen. Ne? Mal hoch. Bist du denn hochgekommen bei uns, Mensch? Na, das hat sich ja richtig gelohnt. Aber so richtig, richtig, richtig. Du bist neu. Feuervogel. Wahrscheinlich kann er Feuer spucken. Also würde mich zumindest nicht wundern. Ein Vieh weniger. Kann man Federn? Wo hat er denn eine schöne Federn? Sieht ein bisschen schuppig aus, der Kamerad. Ja, keine Chance gehabt, würde ich sagen. So, hier sieht man erstmal eine ganze Menge nichts, weil hier unten das Meer ist, glaube ich, direkt. Ja, also fließt die Lava direkt rein. Kein Wunder, dass hier so dampft. Hallöchen, Feuervogel. Also Kalador ist wirklich kein schöner Ort. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Oh. Ja, wieder die Höhlenfledermäuse, die hier gar nichts draußen verloren haben. Denn ich hatte das ja schon mal erwähnt, in der englischen Version sind das hier Cave Bats. Also, ja, Höhlenfledermäuse. Und im Deutschen sind es Dunkeldürrer. Bisschen sehr schräg, aber das macht nichts.
muss getötet werden. Lebt da wer? Tatsächlich, da lebt wer. Wie hat das der denn geschafft, hier zu überleben? Ja, ich gehe erstmal hier nach Norden. Ach nee, Quatsch. Da wollte Borns ja vorhin runterstürmen. Ich nehme mal an, die Viecher hier unten gesehen. Nimm die Waffe wieder in die Hand. Los, los, los. Ja, ich habe übrigens jetzt angefangen, Wasteland 2 als Let's Play zu spielen. Also ein richtig uraltklassiger Rollenspiel mit einer ganzen Menge Tiefgang. Das wird es demnächst bei uns auf dem Kanal zu sehen geben. Es dauert allerdings noch ein bisschen. Denn ich muss da die Videos noch bearbeiten ein bisschen, die Audiospuren nachbearbeiten. Ja, aber ansonsten wird es das hier demnächst zu sehen geben und würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch dort reinschaut, wenn ihr Rollenspiele mögt. Denn ich kann es wirklich nur jedem, der Rollenspiele mag, ein bisschen auch mit mehr Tiefgang, ein bisschen mehr Feintuning bei der Charakterschaffung etc. mit eigenen Persönlichkeiten so ein Kram. Wer da auch ein bisschen Wert legt bei Rollenspielen, der ist da genau richtig aufgehoben bei Wasteland 2. Also kann ich nur wirklich jeden ins Herz legen. Würde mich freuen, wenn es mehr so eine Spiele in neuerer Zeit gibt. Also Divinity Original Sin ist ja auch so ein Spiel, was so ein bisschen mehr in die Richtung geht. Habe ich mir auch schon gefreut. Das wird es sicherlich auch irgendwann mal hier geben als Let's Player. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wann das der Fall sein wird. Denn ich habe jetzt wirklich eine ganze Menge Projekte noch geplant. Da werde ich aber jetzt nicht so, so viel verraten. Das wird es dann zu gegebener Zeit dann natürlich ja, zu hören geben bei uns auf dem Kanal. Das kann nicht wahr sein. Habe ich die Zeichen doch richtig gedeutet? Der Vogeldreck auf meinen Klamotten, die vergammelte Rübe, kein Zweifel. Die Götter müssen dich geschickt haben. Hä? Die Götter? Die haben schon lange niemanden mehr geschickt. Papalapap! Das Dach unserer Hütte hat gestern dreimal geknarrt. Das muss doch etwas zu bedeuten haben. Ja, du solltest das Dach reparieren. Nein! Solltest dein Dach reparieren? Ich bin sicher. Du wirst uns von den Schatten befreien. Gab es in letzter Zeit Angriffe der Schatten? Es gab einen Ansturm der Schergen. Zum Glück konnten wir uns in der Hütte verbarrikadieren. Owen hatte es nicht geschafft. Der arme Teufel dachte wohl, er könnte sich ihnen entgegenstellen. Hoffentlich ende ich nicht wie er. Owens Vater, der alte Graham, kann einem ganz schön leid tun. Du scheinst sehr abergläubisch zu sein. Abergläubisch? Nein, ich bin einfach vorbereitet. Ich trage immer meinen Glückslöffel bei mir. Und siehe da, ich lebe noch. Glückslöffel? Ist das dein Ernst? Ach, du bist doch nur neidisch. Mit dem Löffel ist man ein gemachter Mann, sage ich dir. Wenn du willst, verkaufe ich ihn dir für 50 Goldmünzen. Scheinst ihn bitter nötig zu haben. Glaub mir, du wirst es bereuen. Oh Mann, ein Glückslöffel, ausgibst. Alles klar. Also, was sagst du? Ach komm, gib her. Na schön, gib schon her das Ding. Da hast du. Und wehe, der taugt nichts. Der taugt was. Naja, wir sind ja kein Unmensch. Auch wenn sie mit dem Gold hier wahrscheinlich nicht viel anfangen können, denn die werden wahrscheinlich demnächst... Hallo, Becker. Von den Schatten überrannt. Gibt es hier irgendwas zu looten? Sieht nicht so aus. Da liegt eine Pistole drauf. Eine langläufige, alles klar. Hänge ich hier fest. Unglaublich. Ja. Bevor ich jetzt über den anderen beiden noch spreche, mit Graham und Becker, werde ich an dieser Stelle mal eine kleine Pause machen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3 Titan Lords. Bis dann, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Man sieht sich.